Na, lange nicht gesehen, nicht wahr? Wichtigste Info zuerst. Ich habe ein altes Let's Play, was bei mir noch auf dem Kanal rumlag, wieder ausgegraben. Und zwar Pokémon Feuer Grün. Das ist jetzt wieder verfügbar. Das konnte man vorher nicht anschauen, jetzt kann man es wieder. Erwarte allerdings nicht allzu viel, denn es ist von 2014. Damals war alles noch nicht so gut. Ja, aber man kann es jedenfalls wieder anschauen. Link ist in der Videobeschreibung. Und über meine YouTube Stefan die Waldfee-Seite findest du da auch drauf. Ich hatte das damals runtergenommen gehabt. Oder ja, alle Videos auf privat geschaltet. 2015, als das Let's Play schon draußen war, weil ich gerade dabei war, nochmal das Audio nachzubearbeiten und sowas. Da habe ich neue Dinge gefunden gehabt damals. Und dann ist allerdings meine Festplatte abgeschmiert. Wie du vielleicht weißt, 2015, Festplattencrash. Und ich dachte dann, naja, vielleicht hast du ja in einem Jahr die Gelegenheit und kannst die Festplatte professionell wiederherstellen lassen. Und dann, ja, machst du es eben dann und dann veröffentlichst du das Let's Play, weil die Audiobearbeitung und sowas, die ich dann drauf hatte, hat schon einen großen Unterschied gemacht. Naja, und so hat sich das halt hingezogen und jetzt ist es 2019 und ich habe neulich ein paar Statistiken über meinen Kanal erfassen wollen und bin alle Playlists durchgegangen. Und da habe ich dann auch gesehen gehabt, ach ja, Pokémon Feuer Grün gab es ja auch noch. Und selbst wenn ich jetzt die Festplatte wiederherstellen würde und würde das ganz super, mega, ultra toll nachbearbeiten, wäre es halt trotzdem Let's Play von 2014. Und da habe ich gedacht, naja, also neue Künste ist nicht bringen, ne? Also machst du es einfach wieder, aktivierst es einfach wieder. Ich meine, es gibt ja ein paar alte Let's Plays auf meinem Kanal, von daher ist das schon okay. Naja, ich habe nichts dran geändert, gar nichts. Außer, dass ich die Titel halt ein bisschen angepasst habe auf die modernen Zeiten. Ne, mit Emojis und sowas. Und ich habe, glaube ich, die Videobeschreibungen überall noch geändert. Und die Tags, also die YouTube-Schlagwörter für die Suche und sowas. Und? Ah ja, das Thumbnail von der ersten Folge. Ja, habe ich damals Mips im Thumbnail gehabt, einfach weil es mal einen Menschen gab, der hat dazu ein super erfolgreiches Pokémon Feuergrün Let's Play gemacht und hat das damals so ein bisschen aus der Versenkung wieder gehoben. Und der hatte so ein Mops-Thumbnail und alle haben es dann nachgemacht, um dem Tribut zu zahlen. Ich auch. Aber mittlerweile, nee, muss nicht sein. Und da habe ich jetzt ein neues gemacht. Das ist auch ganz okay. Ja. Und, gut, ich meine, ich habe Pokémon Uncensored Edition, da habe ich noch fett Möpse im Thumbnail, aber die gehören da auch hin. Es ist Uncensored Edition. Ja, da ist ja schon okay. Und ansonsten habe ich gedacht, nee, mag ich nicht haben. Ja, also das, ne, als erstes. Und dann, habe ich mich eine Zeit lang nicht gemeldet, nicht wahr? Ich hatte ein bisschen zu tun mit privatem Gedöns. Da bin ich im Moment ein bisschen am Arbeiten und am Zeug machen. Da habe ich viel um die Ohren. Und weil ja mein Let's Play-Kanal von mir ein Hobby ist, ist es nun mal so das Erste, was man da zurückfahren sollte. Nicht nur, was man möchte, sondern was man einfach sollte. Ne? Muss man halt die Prioritäten setzen. Bei einem professionellen Let's Player wäre das anders. Weil da ist das genau andersrum. Da wäre das Let's Play Dinger machen, das Letzte, was du irgendwie einsparen wollen würdest, weil du damit Geld verdienst. Ne? Und ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, hey, mich gibt's noch. Ja, ich habe mich neulich mit der Franzi ein bisschen besprochen gehabt. Mit der hatte ich ja das Day of the Tentacle Let's Play gemacht, was an sich ziemlich cool war. Auch wenn das Audio halt nicht so optimal ist, aber ja, damit muss man halt leben, ne? Wenn ich mal 500 Euro übrig habe, dann kaufe ich ein zweites Mikrofon-Gedöns und dann geht das. Ja, zwei unterschiedliche Mikrofone kann man nicht gleichzeitig benutzen, weil die laufen immer asynchron und dann klingt das übelst kacke. Und interessanterweise habe ich mir ihr Mikro mal geliehen, apropos. Und zwar steht es jetzt vor mir. Es ist, ja, auf jeden Fall ist es interessant, weil auf der einen Seite ist es besser als mein Mikrofon, weil es schöner klingt. Ich kann ja mal hier umschalten, zack, bitteschön. Ja, es klingt halt ein bisschen heller, ein bisschen klarer. Ja, das finde ich halt gut. Und von den Tiefen her ist auch irgendwas drin, was halt
Ja, es ist nicht einfach nur mehr Bass drin, sondern irgendwas kerniger. Ja, und da schaue ich dann mal, wie ich das mit Equalizing vielleicht ein bisschen anpassen kann, mein Mikro. Und ich musste auch feststellen, dass ihr Mikro weniger rauscht als meins. Meins braucht eine echt krasse Verstärkung. Ja, und ich habe ja ein eigenes Audio-Interface dazu und da muss ich vielleicht nochmal für knapp 100 Euro noch was nachkaufen. Dann würde es ein bisschen weniger rauschen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das wirklich das Eigenrauschen von dem, ja, von dem Interface ist. Naja, das fand ich jedenfalls interessant. Nachteil ist, ja, es ist einfach nicht dafür gedacht, für Let's Plays machen und es halt einfach mehr, wenn du das mal hörst. Obwohl ich jetzt nicht laut rede, im Gegenteil, ich rede ein bisschen leiser, aber man hört den Raumhall eigentlich einfach sehr. Und was man auch hört, was du jetzt gerade nicht so mitbekommst, ist Maus und Tastatur und Umgebungsgeräusche, Polizeiauto, was draußen vorbeifährt, lärmende Kinder, Vogelgezwitscher, das darf man auch echt nicht unterschätzen, wie laut das sein kann. Ja, das kriegt man einfach viel, viel mehr mit. Und theoretisch auch mehr Raumrauschen, aber ja, scheinbar ist das Eigenrauschen von meinem Interface irgendwie, da muss ich nochmal schauen. Das muss besser gehen. Ja, also ne, so Vor- und Nachteile. Für mich wäre es jetzt nichts. Außerdem hat die Franzi ja da was dran geklebt. Und zwar ist das so ein Mikrofon, was rundherum offen ist. Und da hat sie einfach auf der Rückseite ein bisschen Klebeband draufgeklebt. Mit dem Hintergrund, naja, dann kommen aus der Richtung nicht mehr so viel Geräusche rein. Aber damit machst du da die ganzen Tiefen kaputt. Na, also warte mal ganz kurz. Ich kann jetzt mal draufkleben. Warte ganz kurz. So. Mikrofon keinen Zentimeter bewegt, sondern nur das Klebeband wieder draufgeklebt. Und irgendwie, ja, ich meine, das ist nicht umsonst hinten auch offen. Für sie war es bestimmt nicht so wichtig, weil für sie sind die Tiefen nicht so wichtig. Ich meine, sie hat eine relativ hohe Stimme, so als Frau, ne? Bei mir sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja, jedenfalls habe ich es draufgeklebt, jetzt lasse ich es auch drauf. Und ja, ich habe das jetzt vor allem gemacht, weil in dem Infovideo, da quatsche ich halt so ganz normal vor mich hin. Ne? Ganz natürliche Sache. Ich schalte mich wieder zurück zu meinem normalen Mikro. Ja, und nehme es eben beide Mikros gleichzeitig auf und kann dann hinterher eben ja, mir so anhören, wie das klingt und kann es analysieren und kann ja schauen, wie sind die Höhen, wie sind die Tiefen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann mein Mikro ein bisschen angleichen kann. Das ist was, was mich schon sehr lange stört und wo ich einfach kein Gefühl für die Sache habe. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich machen muss, damit es gut klingt. Und es gibt halt auch keine guten Anleitungen dazu, außer ja, du hast da Regler und da musst du Dinge runter und hochschieben, bis es gut klingt. Ja, vielen Dank für das Tutorial. Dankeschön. Naja. Ach ja, und das Mikrofon von der Franzi benutze ich gerade ohne Popfilter, weil das auch nochmal irgendwie ein paar von den Frequenzen aufsaugt. Naja. So viel dazu. Ansonsten werde ich wahrscheinlich mit der Franzi gucken, ob ich nächste Woche. Ups. Ich habe da gerade eben was verschoben hier. Ich werde schauen, dass ich nächste Woche mit der Franzi das Return of the Tentacle Let's Play aufnehmen kann. Ja, das wird ganz cool. Nochmal mit einem Mikro, weil, aber, ja. Freue ich mich jedenfalls drauf. Das Day of the Tentacle war echt lustig. Und, ja, habe ich auch echt viel dabei gelernt, ne? Dass man nicht einfach zwei Mikros nehmen kann. So ohne weitere zwei unterschiedliche. Kann man nur, wie gesagt, über einen USB-Anschluss sozusagen laufen lassen, die Geschichte, dann funktioniert's. Ansonsten nicht. Wusste ich aber nicht. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Lass mich überlegen. Ich habe mir den Daumen geschnitten. Gestern erst, oder vorgestern, ja, ist auch egal. Habe ich jedenfalls 2 mm von der Kuppe weggeschnitten beim Arbeiten in der Küche. Das falsche Werkzeug genommen für die falsche Sache und dann zing und. Und da war es wie, oh. Das Stückchen, was er halt so halb runtergegangen hat, wieder ein bisschen draufgepappt und dann Klebeband drüber. Also Heftpflaster. Und ja. Ich denke mal, es wächst wieder an. Ist auch nicht so wild, ist nur 1 mm im Fleisch, aber trotzdem. Habe ich Aua gemacht. Und jetzt muss ich immer beim Duschen mir selbst den Daumen hochgeben, damit er nicht nass wird, weißt du? Sitze ich immer da. Daumen nach oben und denke mir mal, yay, Stefan. Gut gemacht. Ja, das ist schon ein bisschen doof. Ja, aber ansonsten alles soweit so gut. Viele Dinge, die jetzt gerade bei mir so am Happening sind und in denen ich arbeite, die kriegst du später mit.
Ja, und wie gesagt, das Equalizing, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn ich das gemacht habe, was echt Arbeit ist und was keinen Spaß macht, dann werde ich wieder das nächste Let's Play machen. Und ich hätte mir auch schon überlegt gehabt, dass ich wahrscheinlich ein richtig cooles Spiel nehme, ne? Was Bekanntes. Was Altes, aber was Bekanntes. Weil so langsam aber sicher finde ich, werden meine Let's Plays ziemlich gut. So von allem her. Und Subterra Core hat mir auch nochmal gezeigt, dass ich, ja, auch ein gutes Let's Play zu einem vielleicht nicht so guten Spiel hinbekomme. Da war ich ein bisschen stolz auf mich. Außerdem habe ich auch da viel gelernt. Ne, das ist irgendwie, ich kann fast bei jedem Let's Play erzählen, worin ich mich verbessert habe. Ist schon ganz, ganz cool. Ja, naja. Jedenfalls, so schaut's aus. Und ansonsten, lass mich überlegen. Ja, 2019 und 2018, ich habe noch gar nicht frohes Neues. Lieber Zuschauer, rückwirkend noch frohe Weihnachten. Habe ich ganz vergessen, dass ja auch Silvester war. Und 2018 war, lass mich mal ganz kurz warten, ich gucke mal auf meinem Kanal. Ich muss mich erst umloggen. Ich bin Admin für noch einen weiteren Kanal. Komm schon. Darüber erzähle ich auch ein anderes Mal. Über einen, der ein bisschen größer ist. 30.000 Abonnenten, jetzt muss ich mich erst umloggen. Das mache ich jetzt live, weil Production Quality ist hier to the max. Ah ja, genau, da habe ich meinen Kanal. Warte, siehst du gerade alles nicht, weil, aber. Ja, abgesehen davon, dass ich mit Franz ja das Let's Play gemacht hatte, was ja schon 2018 war. Was natürlich auch was ganz Besonderes war, weil das erste Mal zu zweit aufnehmen und ne, die Räumlichkeiten waren ja anders und da habe ich auch das erste Mal OBS genommen. Bisher habe ich immer alles andere genommen, weil mein PC zu langsam ist für OBS und der macht das nicht gut mit. Dann gab es das ganze Jahr lang Subterra Core bestimmt, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr oder so. Ja, das war übertrieben lang. Viel zu lang für meinen Kanal, aber dafür gab es da erstens coole Let's Plays. Warte mal ganz kurz, das hat keinen Sinn gemacht. Es gab coole Thumbnails. Und es gab coolen Depixelator-Filter zum drüberlegen, damit es cool aussieht. Und es gab einen Bildstabilisator, der auch ziemlich cool ist. Und ich werde Teile davon auch für andere Let's Plays mal benutzen. Und? Ja, und überhaupt mal ein Let's Play zu machen über die Länge. Und ja, das war ganz cool. Wir hatten 2018 R-Type gespielt gehabt, das Shoot'em'up, was einfach nur viel zu schwer war. Das war auch das erste mit dem neuen Mikro. Das habe ich ja auch erst im Januar letzten Jahres gekauft gehabt. Und bisher bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit. Außer jetzt, wo ich Franzis davor stehen habe und merke, hey, da geht noch mehr. Jetzt bin ich weniger zufrieden. So im Direktvergleich. Aber gut, da kann ich noch mal, vielleicht investiere ich dann noch mal ein paar Euro. Und setze mich dann noch mal in die Arbeit. Aber ja, R-Type jedenfalls das erste Let's Play mit dem neuen Mikro. Und das war übertrieben schwer, aber hat auch echt Spaß gemacht. Außerdem war es wirklich sehr, sehr alt, ne, von 87. Normalerweise nicht unbedingt das, was ich als Kind gespielt habe. Sag mal so. Und wir hatten Hänsel und Gretel und das verwunschene Schloss gespielt, oder? Warte mal ganz kurz, das muss ich anklicken, damit ich das Datum sehe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch 2018 war. Jawohl, hey, am 5.01.2018 veröffentlicht, wusste ich doch. Ja, Hänsel und Gretel und das verwunschene Schloss. Das war so ein super seriöses Let's Play. Punkt. Das beschreibt es einfach ging gut. Das war auch nicht schlecht. Oh, ich habe ja noch mehr Dinge, ne? Lass mich mal schauen. Wir hatten Dropsy gespielt gehabt, das Indie-Game. Habe ich beinahe vergessen. Das war auch im Januar 2018. Das war ein bisschen ungewöhnlich, aber hey, das ist ein Ding, was am Happenen war. Und ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war's. Genau, Konosuba war 2017. Konosuba habe ich übrigens neulich in irgendeinem Forum, bla bla, was gelesen gehabt, wo jemand meinte, ah ja, hier, ja, es gab Konosuba Games. Und jemand hat gesagt, was? Und hat dann gesagt, ja, zum Beispiel dieses hier, ne? Und hat dann wahrscheinlich das gegoogelt und hat einfach ein Google-Image genommen. Und das war mein Thumbnail, was er da gepostet hatte. Da habe ich mich dann ein kleines bisschen gefreut, weil, ne, sein eigenes Thumbnail irgendwo mal sehen auf einem Forum ist schon ziemlich cool. Ja.
Das war jedenfalls 2018 und 2019 wird ziemlich spannend, weil ja, bei mir persönlich sich da ein paar Dinge tun werden. Wie gesagt, da komme ich später mal nochmal drauf zu sprechen. Ich mag immer nicht über Dinge reden, die noch nicht passiert sind, sondern erst so im Planungsstadium und am Köcheln und vielleicht wird's nicht, weißt du, das ist immer blöd. Deswegen mag ich das nicht. Aber ich will mir natürlich auch gerne einen neuen PC kaufen und dann geht's übelst vorwärts. Meiner ist ja schon 8 Jahre alt oder so, oder vielleicht auch 9. Viel zu alt. Viel zu alt. Das ist eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt aufnehmen kann. Aber ja, dass wir dann sowas von vorangehen. Ja. Dann muss ich ein bisschen mein Workflow umändern und dann kann ich hier richtig schön Let's Plays rauspumpen. Ja, und bis dahin will ich jedenfalls die ganze Mikrosache abschließen, weißt du? Dass ich weiß, hier, das ist ordentlich. Da muss ich das nicht mehr anfassen, weißt du? Außer wenn ich mal, keine Ahnung, 2000 Euro übrig habe für ein High-End-Mikro, dann schön und gut. Und ansonsten ist es so wie hier, es ist einmal eingestellt und einmal gemacht und dann kann ich das für die nächsten Jahre benutzen. Das wird richtig nice. Naja, lieber Zuschauer, lass mich überlegen, ob ich dir noch irgendwas erzählen wollte. Ich glaube erstmal nicht. Reicht erstmal, oder? Ich weiß noch nicht, wie lange ich hier aufnehme. Ich habe gerade keinen Timer gestellt. Naja, jedenfalls, so viel dazu. Mich gibt es noch. 2019 wird eine ziemlich coole Angelegenheit. Und schau dir Pokémon Feuergrün an, obwohl es vielleicht nicht so gut ist. Obwohl, das Let's Play selbst war echt ziemlich nice. Aber man merkt wirklich, dass ich in den letzten 5 Jahren besser geworden bin. Sowohl so von der Audioqualität und sowas und alles, was dazugehört, als auch einfach vom Let's Plays machen, vom Labern und von allem her. Aber ich fand es trotzdem sehr lustiges Let's Play. Na gut, dann, wir sehen uns dann später erstmal wieder. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen, whatever. Und bis später mal. Tüdelü.